Hallöchen, meine Lieben, willkommen zu einem neuen, ich würde jetzt einfach mal sagen, angezockt. Und zwar heißt das Spiel Dragon Mania Legends, komplett kostenlos auf Game Store. Ich habe das durch Zufall gesehen, das Spiel. Ich meine, ich hätte schon mal gespielt, ich habe es auf dem Handy angefangen und habe es jetzt nochmal auf BlueStack quasi angefangen. Und ja, wir fangen jetzt tatsächlich von vorne an und ja, mal schauen, wie uns das Ganze gefällt oder wie euch das gefällt. Mir gefällt es bis jetzt ganz gut. Und wie gesagt, wir fangen einfach mal an. Sieh dir das an, dieses Drachenei wird bald schlüpfen. Ja. Das ist von alleine erklärend, würde ich mal sagen, dass wir drüber ziehen sollen und dann schlüpft unser Ei. Oh, ich finde das so süß. Leute, ihr könnt mich kindisch nennen, aber ich finde das so süß. Es ist so putzig. Oh, hallo mein Kleiner. Wow, Glückwunsch für das Schlüpfen deines ersten Drachen. Jetzt braucht er einen Ort, an dem er seine Flügel ausbreiten kann. Ja, platzieren. Finde ich auch hier sehr, sehr cool gemacht von dem, Platzieren her. Da ist er schon. Also, dieser kleine Feuerdrache sieht in seinem neuen Habitat glücklich, wirklich glücklich aus. Gehen wir ihn begrüßen. Hier und das hier ist Englisch und heißt Lebensraum oder Umgebung übersetzt. Ich habe es tatsächlich mal gegoogelt von Planet Zoo, wofür Englisch dann doch mal irgendwie gut sein kann. Och nein, es ist so süß. Leute, bitte sagt mir, dass das knuffig ist, bitte. Ich finde es voll süß. So. Da haben wir den Kleinen, der uns sogar auch Geld gibt. Wir sollen ihn streicheln. Das auch. Ich finde es so knuffig. Ich finde es wirklich sowas von knuffig gemacht. Gut zu wissen, dass du Gold erhältst, wenn du deinen Drachen kraulst. Füttern wir ihn mit saftigem Obst, um ihn zu stärken. Ja, diese Animation, ne, ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, ne? Die ist, Leute, ihr merkt schon, ich bin ein bisschen mehr als Flamme für dieses Spiel, ne? Aber es ist, oh nein. Yuki ist verliebt in diese Animation. Bitte, sagt mir nicht, dass ich die Einzige bin, die das so empfindet. So, dann füttern wir mal das gute Kerlchen. So. Und da ist es groß. Sieht groß, finde ich, die gar nicht mehr ganz so knuffelig und kraulig, aber sind immer noch süß. So. Lass uns jetzt ein neues Habitat bauen. Damit wir mehrere Drachen unterbringen können. Na, wenn das so dein Wunsch ist. Wind. Bewege das Gebäude und berühre dann Symbolposition bestätigen. Alles klar. Ich möchte das aber so ein bisschen auseinander alles haben. Ah, guck mal. So, das reicht mir schon. Den schauen wir doch mal. So, das ist jetzt fertig und yay, gleich Level up. Wupp, wupp. Wow, fühlst du, wie der Wind weht? Das ist der perfekte Ort für einen Winddrachen. Naja, wenn du das so sagst. So. Ah, Winddrache. Und der fliegt hier immer noch weiter rum. Schon süß. Wirklich cute. So, der ist auch fertig. So. Vergiss nicht, Drachen können nur in Habitaten platziert werden, mit
die mit ihrem Element übereinstimmen. Jawohl, Chef. So, Drachen essen viel und ihr Level steigt, wenn sie gefüttert werden. Lass uns Futter für die hungrigen Biesterlein anbauen. Ja. So. Das, ach nee. Da. Das lassen wir ruhig dastehen. Wir sind gleich in der Miese. Kann ich vielleicht nochmal den Drachen hier kraulen? Geht das? Nee, gerade nicht. So. In Farm können Drachentrainer Futter für ihre Drachen anbauen. Du solltest diese Farm immer auslasten. So, das machen wir jetzt mal. So, zack. Gut, dieses Futter reicht, um den Winddrachen ein paar Level aufsteigen zu lassen. Kann ich den auch kraulen? Warum geht das nicht? Voll die creepy Augen hier gerade so, nach Motto, ich sehe dich. Ja. Der hat auch ganz süße Futteranimationen. Also musst du doch nicht vor Frust ins Schwänzchen beißen. Guck mal. Wie er uns ignoriert. Ah, gucke mal. Er ignoriert uns. Dieser Drache ist ein bisschen schwierig, ne? Ah, gut, dass du den noch nimmst. Du machst das toll, Trainer. Ja. Von nun an wird es einfacher sein, unsere Aufgabenliste zu folgen. Genau, hier, das sind immer so tägliche Aufgaben, die wir machen können. Heidewitzka. So, kreuze einen Winddrachen mit einem Feuerdrachen. Das sollen wir jetzt auch machen und das werden wir jetzt auch machen. So, kombiniere die Elemente von zwei Drachen und ihr Drachenbaby wird zu einem neuen Drachen. Basierend auf diese Elemente. Zeit zu züchten. Nehmen wir dit und dit und dit. So, dann flattern die jetzt ein bisschen da rum. Oder ärgern sich. So. Ach, guck mal. Das Ei wird jetzt dahin. Genau so. Das ist jetzt einmal unsere Belohnung. So. Siehst du das mystische Portal dort drüben? Zeit es zu durchqueren, um mehr Gold und Futter zu erhalten. Folge deiner Aufgabe. Okay. So. Na gut. Aha. So, diese Insel... Okay, ich dachte, es wird gerade anders geschrieben. Vergiss es. Diese Insel sind voll mit... Schätzen und Abenteuern. Ich glaube, deine Drachen sind bereit, dafür zu kämpfen. Hatte ich ja so ein bisschen Angst, muss ich sagen. Ich bin ja immer nicht ganz so gut da drin. So, ziehe das Element auf den Gegner und lasse los. Okay, bums. So, halte den Pfeil in der Grünzone an, um einen perfekten Treffer zu erzielen. Aber vermeide die roten Zonen. Die lässt dich verfehlen. Alles klar. So, nochmal. Oh, das war knapp. Ein normaler Angriff. Das war schon... Okay, das war jetzt einfach. Unser Gegner. Ah, du glaubst vielleicht, dass du gewonnen hast, Mädchen. Aber wenn du erstmal
meinen gefährlichen, übelriechenden Bruder Olaf getroffen hast, wirst du mir den Kodex schon geben. Welchen Kodex? Wie oft muss ich es dir noch sagen? Der Drachenkodex ist nur eine Legende. Wikinger hören einfach nicht zu. Erinnert mich so ein bisschen an eine gewisse Serie. Na, wer weiß, wovon ich spreche? Schreibt es mir in die Kommentare. So, tolle Beute. Jetzt weißt du, wie man das Portal benutzt. Ich glaube, wir besitzen ein Ei, das bald schlüpfen wird. Kehren wir zu unserer Insel zurück. Machen wir. Nee. So, da haben wir jetzt die ganzen Belohnungen. Ich glaube, du wirst jetzt alleine gut zurechtkommen. Danke fürs Zuhören. Bevor ich mich verabschiede, gebe ich dir eine Zusammenfassung. So. Laste. Okay. Laste deine Bruthöhle und deine Farm immer aus. Also gibt das Sinn. Erkunde das Portal, überprüfe deine Aufgaben und sammle tolle Drachen. Das machen wir. So, komm morgen wieder und mehr und erhalte mehrere Belohnungen. Besuche. Ja, wir sollen es täglich machen und achso, einfordern. Da haben wir Edelsteine eingefordert bekommen. So. Wir heißen Yuki. Yuki zockt. So. Den sammeln wir jetzt noch Geld ein. Und ich will diesen Drachen. Schlüpfen! Los, schlüpf! Schlüpf! Schlüpfen Sie! Oh nein, süß! Kann ich den schon platzieren? Ach so, dass wir den gezüchtet haben. So, jeder Drachentrainer sollte seine Drachensammlung kennen. Wenn du eine beendet, erhältst du eine tolle Belohnung, sammeln sie alle. Ja, 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 ist ja gut. Den werden wir jetzt demnächst auch noch züchten. Ist der jetzt schon... Oh nein, ich finde den so süß. Ach, guck mal, der gibt uns auch Edelsteine. Wusste ich gar nicht. Also wie gesagt, es sieht sehr, sehr cute aus. Wirklich, ich... Yuki ist begeistert. So, wir füttern ihn jetzt noch schnell. Ja. Der möchte von uns Zuwendung. Der Wasserdrache ist da immer so ein bisschen eher kühl, würde ich mal so sagen. So, machen wir dich jetzt noch groß. Zack. Und da bist du groß. Du kleines, süßes Schnubbelchen. So. Genau, haben wir auch erreicht. Vergiss nicht regelmäßig deine Aufgaben zu überprüfen. Ja, ja. So, ihr Lieben. Das war's jetzt mit der ersten Folge. Ja, quasi angezockt. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das findet, das Projekt. Und wenn das gut bei euch ankommt, dann können wir sehr, sehr gerne weitere Folgen... Also ich werde jetzt noch so drei Folgen, also insgesamt drei Folgen machen. Vielleicht auch vier. Und dann, je nachdem, wie es euch gefällt, bleiben wir da auch sehr, sehr gerne am Ball mit dran. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit den nächsten Videos. Und wir sehen uns in einem neuesten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.